Sie ist eine Karriere wie Ihre heute noch möglich, denken Sie das? Also, Sie haben ja gesagt, keine Ausbildung, kein Onkel, der schon Kameramann ist. Er redet jetzt nicht von der Casting Couch. Die gibt es ja gar nicht. Also, ich wüsste nicht, ob es heute immer noch gibt. Sie gab es sicherlich mal. Aber ich wüsste nicht, dass. Also, ich glaube, heute sind die alle viel zu ausgeschlafen, als dass die irgendwie, oder? auf so einen Spruch noch einfallen, finde ich, oder? Ich bringe nicht zum Fällen. Ich bin mitgezogen worden in einer Zeit. Ich bin, aber auch, man muss natürlich auch wissen, also es gab schon auch Jahre, da hatte ich wirklich nichts. Ich habe dann in Boutiquen gejobbt, ich habe mit Schülern englische Übersetzung gemacht, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich habe gejobbt. Es ist einfach eine Zeit, in der ich groß geworden bin, wo man sich auch Zeit lassen konnte. Und ich glaube eben heute, wo so viel Druck herrscht auch, also auf junge Leute, die schon liefern müssen. Und wo ich immer denke, wie kann jemand, das hat gar nichts damit zu tun, dass jemand als junges, wahnsinnig tolles Talent sein kann. Aber dieser Druck, dass du das immer liefern musst, dass du auch heute unter einer ganz anderen Beobachtung bist, dass du heute nicht mehr stolpern darfst, dass du heute nicht mehr versagen ist so ein blödes Wort, finde ich, aber das ist, dass dir heute was misslingt. Ich bin so oft auf die Schnauze gefallen damals. Und heute wärst du immer unter einer Beobachtung und heute wird dir suggeriert, dass du mitrennen und mitlaufen musst. Deshalb, ich weiß es nicht, ob man sagen kann, heute wäre so eine Karriere auch noch möglich. Schauen Sie, das sind jetzt 47 Jahre, wie ich das mache. Und sehr erfolgreich. Naja, ich will nur sagen, wie viel Zeit ich hatte. Aber Sie waren natürlich sehr früh sehr berühmt. Liegt das denn daran, dass... Nee, ich war gar nicht früh berühmt. Ich war ein hübsches Mädchen. Damit bin ich aufgefallen. Das spricht ja nichts. Nee, aber das war nicht wirklich das Talent. Sie sind aber sehr früh vom Kino weg zum Fernsehen. War das eine bewusste Entscheidung oder eine wirtschaftliche Notwendigkeit? Also es war sicherlich eine wirtschaftliche Notwendigkeit, aber ich denke mal, wenn ich gewusst hätte, was das damals mit mir gemacht hat, hätte ich es anders versucht zu überbrücken. Als ich nach Kinofilmen das erste Mal eine Fernsehproduktion gemacht habe, habe ich nie wieder einen Kinofilm bekommen. Das war der größte Verrat, den man damals machen konnte, dass man vom Kino zum Fernsehen geht. Fernsehen war Igitt. Aber heute ist es genau umgekehrt, dass du dir beim Fernsehen einen guten Namen machen kannst und dann quasi den Sprung ins Kino machst. Das hat sich total gedreht. Aber damals war es der Verrat am Kino. Ich habe keinen einzigen Kinofilm mehr bekommen. Und ich war abgestempelt als Fernsehtante eben. Und im Nachhinein, wie es sich dann entwickelt hat, ich kann es nur so annehmen, wie es ist. Und es ist gut, aber ich hätte schon auch gerne eine Zeit lang in der Zeit, in der ich dann keine Kinofilme angeboten bekam, da hätte ich schon gerne ein paar gemacht. Da waren schon spannende Sachen dabei, die ich gerne gemacht hätte.